Dieser große Kampf hat so einen besonderen Status im Spiel, weil er der allererste Kampf ist, den man in der letzten Welt in diesem Spiel präsentiert bekommt. Und es ist buchstäblich das allererste und das war das, woran ich sehr lange verzweifelt bin, bis ich es endlich das erste Mal geschafft habe. Es hat lange gedauert. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft. Natürlich, sonst säßen wir jetzt nicht hier. Ich meine, ihr habt ja meine Videos von vor 6, 7 Jahren oder so geguckt, ne? Und dann könnt ihr euch schon mal auf 2025 freuen, wenn wir das Romaster nochmal spielen. Warum sage ich sowas? Okay. Da ist das Feuer. Und jetzt gehen wir mal hier rüber und wollen da mal das TNT anzünden. Und dann schmeißt er, glaube ich, die Fackel weg. Oh nein, wir werden zu Obelix. Auch interessant, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Ah ja, genau. Genau, wir schieben hier die Kiste mit Obelix rüber. Wenn wir aber die Kiste mit Obelix hier rüber geschoben haben, dann hören wir auf, Obelix zu sein. Und das ist ein Problem, weil da sind Stahlkisten. Die sind optional, aber wenn wir die Kiste verschoben haben, dann können wir nicht mehr wechseln. Und dann kriegen wir den Lorbeerkranz nicht. Das ist... Das kam mir früher immer ein bisschen komisch vor, wo ich blind für die Kisten war. Weil ich dachte, den kleinen Brocken, den kann doch auch Asterix verschieben. Warum sind wir dafür Obelix? Tja, haha. Das ist eben nur eine Ablenkung. Aber sobald der Stein verschoben ist, wird man nicht mehr Obelix. Und dann sind die Kisten für immer verloren. Also, clevere Sache. Auf jeden Fall, wenn man Obelix ist, erstmal nach den Metallkisten Ausschau halten. Denn ich kann das hier jetzt auch buchstäblich nicht mehr abbrechen. Also, das läuft jetzt vollautomatisch. Ich kann das Schieben nicht mehr abbrechen. Und sobald das Schieben vorbei ist, werden wir wieder Asterix. Und wenn jetzt die Kisten noch da wären, mit dem Lorbeerkranz, einer optionalen Herausforderung, dann könnten wir den nicht mehr bekommen. Und der Stein schwebt. Nett. Warum nicht? Warum soll es keine schwebenden Steine geben? Ich möchte in einer Welt leben, in der Steine schweben können, ohne dass sie nach ihren Beweggründen befragt werden. Eine Welt, in der ein Stein frei sein darf, zu schweben, ohne dass ihn jemand blöd anguckt. So, noch ein Kampf. 78. Das ist auch wieder so eine seltsame Zahl. Ich bin mir so sicher, dass im Original die Zahlen nie, nicht so oft so seltsam waren. Die waren manchmal seltsam, aber nicht so oft. Und auch hier wieder Centurios, Legionäre und die großen Dreizack-Kämpfer. Es ist immer das gleiche Schema. Das Spiel will uns darauf trainieren. Und es kriegt es auch hin, auch mit diesen seltsamen Zahlen. Und hier ist irgendwo übrigens diese Kampfdichte hier, ganz großartig. Habt ihr die gesehen? Genau, hier ist irgendwo ein Katapult. Dass wir die ganze Zeit in Richtung des unteren Bildschirmrands kämpfen können und laufen können. Und ich sehe gar nicht, wo es lang geht, aber die die Legionäre sind in so perfektem Abstand zueinander, dass ich die ganze Zeit einen nach dem anderen schlagen kann. Und da ist das verdammte Katapult. Das wollen wir mal hier erledigen. Da ist es weg und da ist so ein Zaubertrank. Den heben wir uns auf. Vielleicht brauchen wir den für irgendwas. Da sind sogar zwei Zaubertränke. Donnerwetter. Da, guckt mal. Metallkisten. Super. Herrlich. Und die Römer kommen irgendwie aus den Metallkisten. Auch interessant. Da ist der Spawnpunkt. Warum denn gerade da? Und warum rennt ihr weg? Ihr müsst euch formieren, nicht wahr? Und zusammenschieben und alle mit einmal. Das funktioniert so selten. Das ist tatsächlich eine Seltenheit, dass man das machen kann. Je höher die Kampfdichte ist, also ich sag das immer so, als ob das ein etabliertes Wort wäre. Ich meine, je mehr Römer auf engem Raum zusammenstehen, also mit höherer Kampfdichte, mein selbstverstelltes Vokabular, je höher das ist, desto besser kann man die natürlich zusammenschieben. Das ist so dieses Vokabular, was ich irgendwie aufgebaut habe, als das Spiel neu auf den Markt kam. Also irgendwann vor 15 Jahren habe ich mir Sachen wie Kampfdichte und so eine Sachen. Das sind jetzt Begriffe, das sind Vokabular, das habe ich jetzt schon mein halbes Leben, trage ich das mit mir rum. Und deshalb schmeiße ich mit diesen Worten so um mich, als ob das ganz normal wäre und jeder wüsste, was ich meine. Falls ihr verwirrt seid von den Dingen, die ich hier erzähle, dann schreibt einfach einen Kommentar. Ich bin ja da, ich erkläre euch, was ich meine. Kampfdichte, naja, ist es eigentlich? Eigentlich ist es logisch, es sagt ja aus. Es sagt genau aus, was es aussagt. Ja, okay. Dann kümmern wir uns hier jetzt noch... Da ist ja noch ein Zaubertrank, oder? Tatsächlich. Ein Zaubertrank, der verschwindet, wenn man die Kamera dreht. Das ist ja interessant. Jetzt würde ich mich mal... Ist der da, wenn ich...
Er war buchstäblich nicht da. Er war nicht unsichtbar, sondern er war nicht da. Er ist erst durch das Drehen der Kamera überhaupt erschienen. Er war vorher buchstäblich non-existent. Ach, lustig. Ja, das sind jetzt so eine Sachen, die finde ich nicht so schlimm. Es ist immer noch ein kleines Studio. Das finde ich nicht schlimm, da kann ich drüber lachen. Fehler, die mich dann wirklich aufregen würden, sind denn, wenn irgendwo plötzlich unsichtbare Wände sind, wie wir es in der Normandie hatten, oder wenn das Spiel abstürzt oder sowas. Das hier finde ich jetzt nicht so dramatisch. Es ist kein AAA-Game, es ist ein Remake von einem kleinen Studio, hat irgendwie 27 Euro gekostet. Wir sollten nicht zu böse sein. So. Natürlich, man kann immer sagen, ich habe gutes Geld dafür bezahlt, ich erwarte Perfektion. Ja, Mann, aber Perfektion kostet Geld. Es ist ja überraschend, wie gut XXL2 geworden ist. Das Remake hat ja auch viel bessere Bewertungen auf Steam. Bei XXL1 ist es eher gemischt, das sind so 60%, aber XXL2 hat irgendwie 93% oder so. Ist viel, viel besser bewertet. Es ist auch technisch betrachtet deutlich besser, soweit wie ich mich erinnere. Und es hat auch, glaube ich, keine neue Musik bekommen. Da war das Remaster ein bisschen subtiler. Da war es eher so eine Sache, okay, wir bringen das Spiel zum Laufen und veröffentlichen es neu. Und dann haben wir hier noch ein paar Goodies eingebaut. Ein paar Minispiele, die wahrscheinlich sowieso keiner macht, die Herausforderung. Aber warum nicht? Und hier mit dem ersten Teil, mit XXL, da haben die sich ja streng genommen viel mehr Mühe gegeben. Sie haben ja hier viel mehr gemacht als in XXL2. Muss man einfach mal so sagen. Die haben hier neue Musik komponiert, neue Töne, neue Sounds, neue Animationen haben sie eingebaut. Dann haben sie teilweise neue Lorbeerkränze versteckt. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so komplex, nicht so aufwendig. Dann haben sie den Klassik-Modus eingebaut, der sich jederzeit absolut perfekt hinzuschalten lässt. Beim ersten Mal hat es eine Sekunde gestockt, habt ihr gesehen. Aber es ist über alle Maßen erhaben. Es funktioniert hervorragend. Dafür muss man ihnen einfach mal sagen, das habt ihr gut gemacht. Das funktioniert tadellos. Und das ist in Ordnung. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Was hast du auf Lager? Tornado-Fusion-Kombo. Tatsächlich, 50.000. Hat im Original 150.000 gekostet. Wir haben jetzt 65.000. Ich werde den nicht kaufen, weil ihr seht, das ist die Twister-Kombo plus X. Und das ist so eine Sache, wenn man erst einmal... Achtung, setze sie umsichtig ein. Das beendet buchstäblich jeden Kampf sofort. Also wenn wir den benutzen, dann ist auch der größte und schwerste Kampf mit einem Kombo erledigt. Und da macht es keinen Spaß mehr, finde ich. Weil dann ist einfach der Kampf weg. Ich will den Kampf aber kämpfen. Also ich werde den nicht kaufen, weil es die gleiche Tastenkombination ist, nur plus X. Und dann werden die beiden Tornados irgendwie miteinander fusioniert. Ich liebe übrigens dieses Bild. Das ist großartig. Also den werde ich jetzt nicht kaufen, weil ich glaube, es fällt einem sehr schwer, den normalen Tornado zu benutzen, wenn man Tornado-Fusion hat. Deshalb bin ich damit ein bisschen vorsichtig. Das ist interessant, kostet nur 50.000. Ihr seht, wir haben mehr als genug Helme, wir haben 65.000. Und ich habe jetzt auch... Also gut, ich habe alle Kisten kaputt gemacht, das stimmt. Aber ist das eine Höhle oder ein Schatten? Irgendein seltsamer Schatten. Wovon auch immer. Also, ihr seht, es ist jetzt absolut nicht unmachbar, hier im ersten Spielverlauf, noch vor der letzten Welt, alle Kombos zu kaufen. Absolut machbar. Wenn man sich ein bisschen umguckt und die ganzen Kisten kaputt macht. Absolut kein Problem. Das war im ersten Teil sehr viel unmöglicher. Da hat man keine 150.000 bekommen, noch vor... Mit dem ersten Durchspielen. Das war unmöglich. Also das ist hier auf jeden Fall einfacher geworden. Und ich bin auch der Meinung, dass im ersten Teil diese Stahlkugeln hier verschwunden waren, nachdem Obelix an unserer Seite war. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Vielleicht irre ich mich auch. Das ist nur so ein bisschen Trivia. Vielleicht irre ich mich. Es ist auch nicht so wichtig. Also wenn ich mich daran verbessert, dann fühle ich mich auch nicht schlecht. So, da können wir rein. Bup. Habt ihr übrigens eben gesehen, ganz wichtig für die infernale Maschine, die wir hier benutzen, die wir hier bekämpfen werden. Das habt ihr auch schon beim Kampf in Helvetien gesehen. Wenn wir hier drauf sitzen, können wir nach vorne abspringen und dann stehen wir hier auf dem Lauf. Und dann kann man den Lauf benutzen, um hier schön an Weite zu gewinnen. Und ihr seht,
Gut, ihr seht jetzt nicht, aber wir sind ziemlich weit gesprungen von dieser Kanone, weil wir auf dem Lauf stehen, wenn wir abspringen. Und dadurch kommen wir ziemlich weit. Das ist für den letzten Kampf gegen die infernale Maschine in dieser Welt ist das relativ wichtig. In Helvetien war es nicht so dramatisch, aber hier wird das definitiv zum Tragen kommen. Also da einfach mal dran denken, wenn der alte Pesti kommt und wieder mal euch die Weisheit mit Löffeln eingeflößt hat. Hier müssen wir wegrennen. Geht halt nicht anders, ne? Das ist so. Der aufmerksame Spieler hat ja gesehen, dass da ein Loch ist. Vor der müssen wir wegrennen. Ansonsten kommen wir da nicht heil durch. So. Ah, da habe ich doch schon eine Schildkröte gehört. Ah, genau! Diese gestapelten Schildkröten, die habe ich ganz vergessen. Die haben immer nur eine Ebene mit Speeren und dadurch kann man die relativ gut besiegen. Wenn die unterste Ebene die Speere gerade eingezogen hat, gehen sie erst in die zweite und dann in die dritte und erst dann kommen sie in der ersten Ebene wieder raus. Von daher, wenn man die ein bisschen spottet, dann kann man die ziemlich gut besiegen. Streng genommen kann man auch auf ihr herumhüpfen und erst die obere Ebene besiegen. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So. Oh weh, ich mag das gar nicht, wenn wir so einen langsamen Schlag haben. Das heißt, wir haben den letzten Kampf ohne eine Komboleiste beendet. Klar, eben die Schildkröte. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch wieder einen hohen Turm mit Multiplikator. Aber ich glaube, von dem Turm aus müssen wir nirgendwo hin. Nee. Das da sieht wieder aus wie ein Absatz, aber es ist keiner. Oder besser gesagt, keiner, auf dem man stehen kann. Das ist in Ägypten manchmal ein bisschen verwirrend, dass man denkt, man kann da raufspringen und drauf stehen, aber kann man überhaupt nicht. Es ist oft nur Szenerie, so wie auch in XXL2, aber es gibt mitunter kleinere Bereiche, wo man denkt, das ist nur Szenerie und dann kann man da plötzlich draufspringen. Also es ist fast ein bisschen unfair, weil man sich irgendwann daran gewöhnt hat, überall sind unsichtbare Wände und dann sagt das Spiel, haha, hier nicht. Da kannst du draufspringen und da musst du sogar draufspringen, wenn du hier den letzten Lorbeerkranz haben willst. Oder was auch immer. Ich bin zuversichtlich, dass wir den in Ägypten bekommen werden. Aber ich werde die letzte Welt nicht mit einer Verkleidung betreten, weil die zu cool ist. Und die Verkleidung, finde ich, machen alles immer ein bisschen albern. Und ich möchte die letzte Welt nicht albern betreten. Albern können wir machen, wenn wir die Story durchhaben und noch einmal alle Lorbeerkränze sammeln. Dann können wir albern aussehen. Das ist in Ordnung. Das machen wir denn im Classic-Modus. So. Okay, wo sind wir? Ägypten sieht immer wieder mal relativ ähnlich aus. Das kommt mir aber bekannt vor mit den Steinen, die hier so quer durchgehen. Wisst ihr, es sind so eine Kleinigkeiten, an die man sich erinnert. Oh ja, hier ist nicht nur Sand, hier ist so ein bisschen Stein. So ein steinerner Zebrastreifen praktisch. So sieht es aus. Also das kommt mir schon bekannt vor, aber ich weiß immer nicht, was als nächstes für ein Bereich kommt. Ist auch schon wieder einige Jahre her, dass ich es gespielt habe. Ich finde es cool, dass ich mich überhaupt an irgendwas erinnern kann. Ja, Lava. Ach, das ist cool. Alleine wegen der Musik, weil ich mich genau erinnern kann. Hier kam immer diese Musik. Ah, die Musik ist so wichtig. 35. Und hier werde die klassische Ägypten-Starter-Musik. Guck mal, wir weichen den Dreizackkämpfern aus, weil es schwer ist, mit denen ein Kombo zu kriegen. Und wir brauchen einfach ein Kombo, das ist wichtig. Ich mache so oft Fallhammer-Kombo, weil es nur drei Tasten sind. Den kann man schnell machen, der ist anatomisch gut erreichbar. Und das ist etwas, was man wunderbar durchführen kann. Und etwas, was meiner Meinung nach für wenig Aufwand relativ viel Nutzen bringt. Kann man einfach mal so sagen. Natürlich müssen wir bedenken, die Lava hier ist heiß. Die tut weh. Wenn wir da reinfallen, sind wir tot. Für immer. Also komplett tot, ne? Also nicht tot nach dem Motto, oh, ich habe ein Schild verloren. Besser wäre, wenn wir mal eine Wildschweinkeule essen und dann geht's wieder weiter mit Römerkloppen. Nein, nein! Tot wie umfallen und nicht mehr kämpfen können. Das ist ein Instant Death. Also müssen wir hier ein bisschen aufpassen, wo wir hintreten. Sollte eigentlich kein großes Problem sein. Wir nehmen uns erstmal die Fackel. So. Und gucken mal, wo wir hier hinkommen. Da hinten ist ja schon wieder so ein Dingens. Da können wir gleich mal zu Obelix wechseln und dann können wir da wieder viele Helme aus der Kiste holen. Haben wir ja in der letzten Episode auch gesehen mit dem Zaubertrank.
wo aus der Kiste wieder mehr Helme rauskamen. Ich glaube also inzwischen wirklich, wenn Obelix oder Zaubertrank Asterix die Kisten kaputt machen, dann kommen mehr Helme raus. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum das eine Spielmechanik ist, aber es war schon immer so. So, hoch da. Ah, hier ist... Hier ist Wind. So, hier wird unsere Fackel ausgepustet. Das ist aber auch Wind, der nicht nachlässt. Das ist Absicht, dass die Fackel hier ausgepustet wird. Wir müssen das Feuer über einen anderen Weg holen. Vier. So, jetzt haben wir hier vier Kämpfer, wo wir immer erst einmal bei einem den Block durchschlagen müssen. Boah. Da habe ich es eben beim zweiten gar nicht geschafft, den Block zu durchschlagen. So, da müssen wir erstmal den Block durchschlagen. Und guck mal, was das für Probleme bringt. Nur vier. Was das für Probleme sind. Das Einzige, worauf wir hoffen können, wenn wir in dem großen Kampf sind, dass Obelix sich einen der Legionäre schnappt und ihn uns zuwirft. Oder dass wir einen isolieren können. Wenn wir mehrere isolieren können, also einen nach dem anderen, dann haben wir natürlich eine bessere Chance, ein Kombo zu kriegen. Guck mal, jetzt sind wir zumindest schon im zweiten Bereich drin. Und mit dem wären wir jetzt gerade im dritten. Also wir brauchen schon einige Gegner, einzeln isoliert, um es zu schaffen, ein Kombo zu bekommen. Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, nur vier große Legionäre haben uns schon richtig Probleme bereitet. Und vor einigen Episoden nur drei Centurios. Also darf man nicht unterschätzen. Wenn ihr mich in ein paar Episoden rumhampeln seht bei dem Kampf und ihr euch fragt, ja warum kämpfst du denn nicht vernünftig, dann wisst ihr Bescheid. Ich werde es euch mit Sicherheit dann sowieso nochmal sagen. Das ist klar. Ich erinnere euch ja gerne immer wieder an Sachen, die ich schon fünfmal gesagt habe. Gar kein Problem, dafür bin ich da. So. Immer noch aufpassen hier mit der Lava. Hier auf diese kleinen Risse im Boden kann man draufstehen. Das ist kein Problem, das ist nur optisch. Da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen. Aber ich finde es immer lustig, immer wenn man irgendwie in Bereichen ist, wo es heiß ist. Okay, Ägypten ist heiß, ne? Kann man mal so stehen lassen. Dann muss man irgendwie auch gar nicht lange warten, bis man irgendwo Lava findet. Das ist immer seltsam, ne? Komm, wir geben euch mal irgendein tropisches Level, irgendeine heiße Wüstenwelt oder so. Und da gibt es Lava. Das ist halt so, da hat man sich irgendwie... Das ist so in Ordnung, ne? Nimmt man so hin. Ich meine, warum sollte es in Ägypten sonst warm sein, wenn nicht wegen der ganzen Lava? Das ist so eine geile Logik. Warum ist es in Ägypten so warm? Naja, da ist überall Lava auf dem Boden. Ah, okay. Klar. Macht Sinn. Das ist großartig.